Okay, warte mal. Machen wir mal einen Abriss hier. Und stellen mal das Wirtshaus hier her. Ah, shit. Ja. Was nun? Da vielleicht irgendwann ein Wirtshaus her. Weiß nicht. Was ist, was hat da oben noch ein Wirtshaus her? Das soll doch jetzt echt nicht das Problem sein. Wie viel haben wir denn da oben Platz? 1, 2, 3, 4, 5. Passt, perfekt. Dann soll das mich jetzt nicht stören. Wir basteln euch hier wieder euer Wirtshaus her. Yay, endlich kommt mal wieder das ist der Sound vom Wirtshaus. Komisch. Ja gut, sehr schön. So, jetzt lassen wir das einfach mal so fertig laufen und jetzt gucken wir mal, was es wieder hier, wo es hier mangeln könnte. So, Nahrung sieht gut aus. Ja, das, wie gesagt, das Ganze kann man jetzt natürlich so nicht ganz beurteilen. Dazu muss man nämlich die Inseln angucken, wie es da aussieht. Also du natürlich, du müsstest eigentlich mittlerweile so weit sein, dass du immer abgeholt wirst. Aber halt, du bist relativ schnell dabei. Ich meine dich. Okay, du hast noch Tabakvorräte. Hier, okay, wird es auch relativ eng schon mit dem Tabak. Hier mit dem Alkohol haben wir auch keine Reserven. Gewürze, ja, das reicht auf jeden Fall. Und jetzt haben wir hier nämlich auch wieder Kleidungs- und Stoffreserven. Sehr gut. Und hier haben wir noch übertrieben viele Kakaoreserven. Ah, okay, so viele sind es gar nicht. Das, der Schein trügt. Eine Feuersbrunst wütet in eurer Stadt. Als ob ich euch jetzt eine Feuerwehr herstelle. Könnt ihr echt vergessen. 5600 Aristokraten. Ja. Puh. Meine Stadt wächst und gedeiht. Oh, die 6000 kriegen wir noch hin. Die 6000 Einwohner, die will ich noch haben. Also infrastrukturmäßig könnte es echt zu einem Problem werden. Puh. Es wird noch spannend. Es wird noch sehr spannend. Prinzipiell könnten wir hier, haben wir eigentlich alles. Noch was, also da können wir auf jeden Fall noch Häuser hinstellen. Da reicht alles hin. Das ist wunderbar. Das wäre nur hier die Ecke, wo nichts geht. Da könnte man das Geschoss reinstellen, zum Beispiel. So, Bürgerchen haben wir hier. Mhm. So, so. Und Aristokraten. Ganz viele Aristokraten. Haben wir überhaupt hier noch irgendwo Kaufleute? Nein. Dann entwickel dich mal hübsch schnell weiter. Dann können wir nämlich wieder mit neuen Gebäuden anfangen. So, 16 Kaufleute. Ja, wir haben keine Kaufleute mehr. Es fehlt an Kakao. Ja, ne? So viel zum Thema, wir haben. Was? Ach so, die sind es also praktisch auch wieder zu schnell für mich. Ja, der Weg ist so weit. Ach. Weißt du warum auch? Weil ihr zwei natürlich hier parallel fahrt, ihr Idioten. Müsst ihr eigentlich keinen Kakao mehr mit? Kein Bock mehr. Hä? Oder hat er eh alles weggenommen? Das kann nicht sein.
So, jetzt kannst du weitermachen. Beziehungsweise, ne, bleib mal stehen. So, wir machen einen ganz kleinen Vorsprung. Und jetzt. So, ja, das ist also. An Kakao mangelt es nicht wirklich. Okay, Nahrung ist in Ordnung. Ja, Alkohol sieht nicht so gut aus. Da sieht es nicht gut aus. Da sieht es echt nicht gut aus. Die Reserven sind erschöpft. Naja, das sieht nicht gut aus. Dann kommst du mal hier hoch. Plätz dich mal wieder voll und dann würde ich sagen, basteln wir mal ein bisschen am Alkohol rum. Oh, hier sind aber schon noch Reserven. Warum nimmst du eigentlich nicht alles mit? Ach so, weil es natürlich so nicht funktioniert. Alkohol. Tabak. Alkohol. Alkohol. Nee, Tabak. Tabak. Und Alkohol. Alkohol und Tabak. Tabak. So, passt das so jetzt? Ja, passt so. Ja, aber hier auf der Insel ist eh nicht mehr viel los. Also da bist du wahrscheinlich gar nicht so viel schneller. Gut. Okay, ach so, du stehst hier nur gerade blöd im Weg, warum kann das sein? Ja, ihr verkeilt euch hier gerade wieder alle. Das brauchen wir nicht. So, komm her. Und du kommst jetzt hier rüber. Und dann bauen wir hier mal den Alkohol aus. Der Alkohol geht zur Neige. Ja, ich hab's ja gesehen. Es ist ja nicht so, dass ich hier mutwillig euch den Alkohol nicht gebe. Ne? So, was passiert eigentlich hier? Hier wäre sogar noch Platz für so Zeug. Irgendwie ist es blöd geregelt, muss man schon sagen. Ich kann den Marktplatz nicht viel anders hinstellen. Ah doch, ein bisschen geht schon. Den könnte ich da noch so umdrehen hier. Und könnten hier herstellen. Dann passt da nämlich noch was hin. Sehr gut. Weg mit dir. Ja, ja, scheiß auf die Felder. Kann man alles wieder nachwachsen lassen. Also, ist es besser hier oder? Hier ist es wohl am besten. Das kann ich eh nicht benutzen. So. Und dann kommst du. Nee. Ich brauch Zuckerrohr. Moment. Zuckerrohr. So, und dann kommt natürlich das Wegle hier weg. Nein, nicht die Zuckerrohrplantagen, sondern der Weg. Dankeschön. Gut. Ja, dann bauen wir hier einfach weiter hoch. Schluss aus. Hä? Achso, du hast den Alkohol mitgenommen. Es fehlt an Tabakwaren. Ja, Leute, jetzt mal ganz ruhig, okay? Ich meine, alles geht es auch nicht. Du brauchst ja immer so ewig lang für deine Ladung. Ich meine, viel mehr kann ich hier gar nicht anbauen, weil er ist voll, bis er kommt. Weil wir wieder ein zweites Schiff. Es fehlt an Tabakwaren. Halt die Klappe jetzt, bitte. Echt jetzt. Heimatland. So. Okay, so, Zuckerrohr. Zack, fangen wir mal hier an. Rumbrennerei, genau. Da haben wir nicht. So. Und dann das Ganze nochmal.
Eins, zwei, drei. Warte, eins, zwei. Es sind zwei dazwischen. Es sind zwei Platz dazwischen und drei Platz, ja. So, wunderbar. Und das Ganze können wir jetzt hier nochmal hochziehen. Ja, das machen wir. So, bis hier wird angebaut. Dann lassen wir den mal noch den Spaß hier soweit. Und fangen dann hier an. Genau. Zack. Ah, das Haupt kommt wieder. 1, 2, 3, zack. 1, 2, zack. Hübsch. So. Und dann. Zack, zack. Und noch 1. Und 1, 2. Zack. Gut. Jetzt da noch die Dinger dazu hier. Rumbrennerei. Einmal hier. Einmal dort. Und einmal. Schade, Ziegelsteine. Schade, Denkmal. Togge. So. Warte. Ach, Rumbrennerei wollte ich, genau. So, eine Rumbrennerei hier noch. Sehr hübsch. Überall einmal so ein Platz vorne dran. Zack. Zack. Und dann das Ganze mit Plätzen verbinden bis zum Marktplatz. Ja, und dann musst du leider auch weichen. Keine Chance. Und machen wir hier noch so einen hübschen Platz hin. Gut, alles klar. Alkohol wäre dann wieder abgeschlossen. So, dann kommen wir wieder nach Hause und beladen uns mal nochmal. So, meine Seekuh. Seekuh, wo bist du? Seekuh, danke. Komm mal näher ran hier. 3, 1, 2 und 1, 2. Und weg da. So. Okay, wohin müssen wir jetzt? Also, Tabak geht auch zur Neige. So, wie regeln wir das jetzt am besten? Ja. Ich glaube, es bleibt uns nichts anderes übrig als. Hier ist ja auch noch mal ein Tabakinsel. Wir müssen fast mit zwei Schiffen fahren. Ah, und den Konto hätten wir auch hier herstellen müssen. Wie blöd bin ich eigentlich? Tabakwaren gehen zur Neige. Alter. Das ist doch übertrieben. Okay, dann kommen wir jetzt mal hierher erstmal. Ich meine, das wäre ja wurscht gewesen. Es geht ja eigentlich nur um diesen scheiß Konto. Es ist mir auch egal, wo ich die Marktplätze hinstelle. Echt jetzt. Tabakwaren gehen zur Neige. Halt die Klappe, echt jetzt, bitte. Es fehlt an Tabakwaren. Bitte, halt einfach deine Fresse. Okay, danke. Also wenn ich nochmal, also was will ich jetzt sagen, also wenn ich nochmal sowas anfange hier, dann muss ich halt echt mal schauen, dass ich noch auf ein paar mehr Faktoren mache. Erstens natürlich, was ich immer falsch mache, Konto falsch stellen. Das muss anders werden. Achso, das haben wir einfach übernommen, das war einfach Schwachsinn. Das hätten wir abreißen müssen und da unten neu bauen müssen. Tabakwaren gehen zur Neige. Weitere Dinge, was ich machen muss. Genau, ich muss immer versuchen, auf den Inseln so viel wie möglich anzubauen. Also so viel Verschiedenes wie möglich, damit die Schiffe auch effektiv 4x50 Tonnen Waren aufladen können. Weil wenn ich nur eine Ware auf einer Insel anbaue, dann kann ich immer nur 200 Tonnen, kann ich immer nur 100 statt 200 Tonnen aufladen. Das ist natürlich verdammter Käse.
Tabakwaren gehen zur Neige. Ja, ist ja gut. Ich stopp jetzt und mach jetzt hier mal wieder und schau mal, dass es hier wieder vorwärts geht. Moment. So, Tabakplantage, okay. Gibt da noch was?